Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Kong das Bad Fur Day. Letztens habe ich bei der Scheiße aufgehört und dieser Controller bewegt sich. Zwar Controller? Sieht so, als sich der Controller gerade bewegt. Na egal. Machen wir nochmal von vorne. Dieses epische Intro der großen. Nee, mach schön jetzt. Kann man das überspringen? Hallo Leute? Ja, kann man. Bitte werft nicht mit Scheiße auf mich. So. Au! Ja, das war Auto-Aim-Kacke, ja. Die hat mich getroffen, wo ich eigentlich. Zwar. Der Controller verhält sich wieder total aggro. Friss das, du Kackbällchen, Mistvieh. Ich hab da reingezählt, du Kackvieh. Wo ist das Vieh? Voll getroffen, dein Müll. Hup. Voll ins Müll. Do you really think you'll survive in here? You don't seem to know which creek you're in. Sweet corn is the only thing that makes it through my rear. How do you think I keep this lovely grin? Lecker. That's more caviar. Controller ist ganz schön bockig. Und ich muss jetzt zum nächsten Waypoint. Also insgesamt muss ich die Scheiße jetzt zweimal treffen, am Ende muss ich die dreimal treffen. Wie es sich einfach gehört für drei Points. Also könnt ihr euch ausrechnen, wie es hier ab ausgehen wird hier. Hallo Konger. Nein. B. Oh oh. Wenn noch richtig die Scheiße wirft, dann. Ups. Au. Nein. Komm, komm, komm. Mach kein Mist. Ja. Rein. Rein, Konger. Ja. Nein. Es war reingeworfen. Verarsch mich doch nie. Ja, das ging aber rein. Das kannst du mir nicht erzählen, dass es nicht reinging. Ach ja, die Scheiße. Die ist lustig. Ha, ich kann eben ekelhaften Kotklumpen abblocken. Du Mistvieh. Das ist nämlich ein Trick bei dem Kampf. Wo ist das? Bah! Das ist unfair. Ich bin ganz schön nah dran. Ey, wenn das nicht trifft! Rein damit! Rein damit! Ins Müll rein! Richtig so! Really getting rather mad, you're like an niggly tickly shitty little tag nut. When I've knocked you out with all my bab, I'm going to take your head and ram it up my butt. Your butt. My butt. Your butt. That's right, my butt. Ugh. My butt. Ugh. My butt! Die große Kacke will Konker in den Arsch stecken. Was ist denn das für ein Knecht? Ich hoffe, ich schaff's nicht gut. Ja, ich hab ihn geschafft. Rein, Konker. Und er schmeißt noch schneller Scheiße. Ha. Du bist so ein Loser, du große Kacke. Stirb endlich. Ja! Getroffen. Das hat einen Fallrun. Komm schon! Ich bin so konzentriert. Nein! Au! Ich bin so konzentriert gerade drin. Mich kriegst du nicht, du Mistvieh. Na, man merkt es. Ha!
Ich hab dich, den Kackvieh. Du Kacke, du großes Scheißklumpenvieh. Ich mach dich jetzt alle, du. Noch ein Treffer mit dem Kloppelbier und dann haben wir die Scheiße runtergespült. Au! Mistvieh. Es hält sich noch sehr gut, muss ich sagen. Bald ist es aber vorbei mit dem epischen... Ich bin gar nicht reingelaufen. Mit der epischen Endfight ist es bald vorbei, nämlich... Hä? Ich hab geworfen. Nein, ich will nicht sterben. Konka, du erledigst jetzt diesen epischen Kampf. Nein, wir sollen dich treffen. Ja! Und ich glaube, sie stirbt gleich. Das epische, dramatische Ende eines oberen Singles. Beziehungsweise, es ist noch nicht zu Ende, ich kann es verkacken. Wortwörtlich. Nein! Wie kann man zurückspulen, Alter? Nein! Ich hab's so geschafft! Der Controller hat von dir geschwunden. Ich bezeuge es. Ich hoffe, es fängt bei den Dingsmus an. Ja klar, ne, die Taste. Mein Controller macht, was er will! Leute! Ich würde gerne was machen, aber der Controller spinnt so ekelhaft gerade wieder rum. Komm, nach vorne. Also ich kann nichts dafür, mein Controller ist gerade schuld daran, dass ich hier versage. Weil eigentlich wäre ich schon fertig jetzt, aber der macht manchmal was er will, der geht manchmal hoch, ohne dass ich es will, und manchmal macht er auch den Knöpfe, wenn man will. Und ich werde davon eine Scheiße gerade erschlagen. Und nochmals. Hier, wenn ich mal nicht wegkomme, Jungs, dann kann ich auch nichts dafür. So, weiter geht's zur Spülung. Wir müssen jetzt diesen Sliden der Scheiße müssen wir beenden. Und sie einfach mal wie zu Hause gnadenlos runterspülen. Und dieser Controller, der trägt mich auf, ich drücke gar nichts. Der macht was er will, das ist geisterhaft, Controller. So. Das Geld habe ich später ein. Erstmal. Ah, you cursed squirrel, look what you've done. I'm blushing. Oh, what a world. Who'd have thought a good little squirrel like you could destroy my beautiful flagginess? Oh, I'm going. Now that's what I call a bowel movement. Und wir schnappen uns dieses süße Geld. Here I am, you greedy bastard. Wie das Geld das gerade gesagt hat. Yeah, most Bonduli. Ja, most Bonduli. Wie das Geld gerade gesagt hat. Here I am, rock good like a hurricane. Sag mal, der Controller, ich glaube, ich darf nicht zu sehr mit aufdrücken, weil der spinnt gerade hier sehr arm. Also unten können wir jetzt rein. Was wir aber erstmal machen, gehen wir schon unten rein. Ich weiß es nicht. Ich überlege gerade. Nein. Noch nicht, nein. Ich würde sagen, das machen wir noch nicht. Sondern wir haben ja andere Möglichkeiten noch. Sag mal, Konka, reiß dich jetzt mal zusammen. Ich werde hier gleich Fuchsteufelswilde, wegen dir hier und dem Controller. Echt, meine Controller? Ich habe gar nichts gedrückt gerade. Seht ihr, wie der rausgegangen ist? Ich habe gar nichts gedrückt. Der Controller ist... War ja klar, weil er voll im Arsch ist, der Controller. Der ist voll im Arsch hier. Ich glaube, ich brauche mal einen neuen Controller. Aber auf jeden Fall, ich werde weiter zocken, weil wir haben ja noch Zeit dazu.
Und zwar habe ich letztens diesen Kotball hier runter befördert. Und was liegt da nahe, hier runter zu gehen, wo Goblins im Wasser schwimmen und hier ein Jäger zu Goblin patrouilliert. So. Und zwar müssen wir hier diesen Hebel betätigen, wenn der Controller sich nur zusammenreißen würde. Guck mal. Ich hab gleich die Faxen dicke mit dir. Und einfach mal von den schönen See die Stöpfe gezogen. Das ist ein Schwein. Oh oh. Sehr schön, Jungs. Ehrlich gesagt will ich nicht wissen, wo die hingezogen wurden. Ja. Vor allem jetzt Kraftsexturen. Wir müssen jetzt dorthin, weil wenn die Goblins dort Wasser wären, hätten die jetzt knallhart getötet. So. Ich glaube, ich muss wieder niesen. Ach, Entschuldigung. Das schneide ich zwar eh raus, aber... Katzenfische. Squirrel Person, are you begging for food? Now? What? You look like you could do with a little extra, my boy. And we thought you might actually be interested in earning some cash. Now, you're offering me cash. Okay. What's the catch? Well, there's this awful, awful brute swimming around. He's terrible, and he's stolen our valuable belongings. We need somebody disposable to go in and, well, get rid of him. Me. Well, you can't expect one of us to go, can he, ladies? We're blue-blooded, don't you know? Well, ask this to you, then. I gotta watch out for myself. Oh, dear. What language? Don't worry, dear. He's as German as muck. German as shit like that. This dreadful, isn't it? Let me handle it, dear. Listen, here, you. Listen to me. We'll give you 10%. And that's our final offer. Now. 10%? Yes. But one thing to remember. Shh. Come closer. He's easily wound up. Yes. Oh, and by the way, the safe has a combination. Yes, you know what that means? Well, when it's not dangerous down there for us, come back and we'll open it for you. Well, good luck. Come on, top top, off with you. Hang on a sec. What was that about disposable? Hey! Well, cash. Für einige, die nicht so ganz Englisch können, im zusammenfassenden Teil, diese blaublütigen Katzenfische wollen, dass wir diesen Hundefisch, also den Dogfisch, weglocken und den Safe öffnen, weil die ans Geld ran wollen und wir kriegen 10% Cash. Das klingt immer sehr gut, wenn es ein riesen Safe ist, muss auch viel Geld drin sein, sage ich jetzt mal so. Und hinter diesem Wasserfall sehe ich doch gleich extra liebevoll gemacht, die Natur hier. Aber Conker zerstört sie eh wieder. 21 Leben. Durch diesen Kackangriff haben wir schon ein paar Leben verloren, weil sich mein Controller angestellt hat. Und der stellt sich, glaube ich, immer noch ein bisschen an. Aber egal, ich werde es irgendwie gebacken kriegen. So. Benzinwasser oder was ist das hier? Das war gerade Dramatic Squirrel Musik. Und wir tauchen mal hier runter. Ja, wir tauchen hier runter. Und ich sehe überhaupt nicht, wo es lang geht, aber egal. Ah, da geht's lang. Und Conker, Conker, streng dich an, sonst ertrinkst du hier. Was haben wir denn hier? Ich habe ja schon mal gezockt, das Game. Ich kann euch sagen, es ist so witzig, was jetzt kommt. Aber seht selbst. Why is it everybody so offensive around here? They bring me back me missing cocks! You don't have to shout. I'm deaf!